Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beenden heute eine Debatte, die wir am 100. Gedenktag an den Vertreibungen und Massaker an den Armeniern sowie den assyrischen, aramäischen und chaldäischen Christen, ebenso den Pontusgriechen und anderen christlichen Minderheiten begonnen haben. Und meine Damen und Herren, ich bin froh darüber, dass es uns jetzt gelungen ist, hier diesen gemeinsamen Antrag zu entwickeln mit der Überschrift Erinnerungen und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916. Aber meine Damen und Herren, ich will auch daran erinnern, dass in der damaligen Debatte am 24. April letzten Jahres bereits der Bundestagspräsident sehr deutlich von Völkermord gesprochen hat, unsere Redner ebenso und einen Tag zuvor auch unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, diese Formulierung gewählt hat. Und meine Damen und Herren, dieses gemeinsame Gedenken gebietet der historische Anlass und es ist Ausdruck auch des tiefen Respekts und des Mitgefühls gegenüber den Opfern und gegenüber den Armeniern als einer der ältesten christlichen Nation. Bis zu 1,5 Millionen Menschen haben bei diesem Massaker ihr Leben verloren. Es war die fast vollständige Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich. Und meine Damen und Herren, wir bezeichnen nicht nur das Massaker in Übereinstimmung mit der Definition der Vereinten Nationen als das, was es war, nämlich Völkermord, sondern wir machen auch die Mitverantwortlichkeit des Deutschen Reiches deutlich, dem damaligen militärischen Hauptverbündeten des Osmanischen Reiches, das trotz entsprechender Informationen nichts versucht hat, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen. Wir Deutsche wissen sehr genau, wie schwierig die Aussöhnung mit den Nachbarn bzw. den Völkern ist, denen man unzähliges Leid zugefügt hat. Wir verkennen hierbei nicht die Einzigartigkeit des Holocaust. Dieser nimmt in der Geschichte eine schreckliche Sonderstellung ein. Aber ich will dies insbesondere auch gegenüber der türkischen Regierung und der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Man muss deutlich unterscheiden zwischen der Schuld der damaligen jungtürkischen Regierung und der Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Und meine Damen und Herren, uns geht es darum, nicht die Türkei an den Pranger oder auf die Anklagebank zu setzen, sondern uns geht es darum, deutlich zu machen, dass zur Aussöhnung die Verantwortung für die gemeinsame Vergangenheit unabdingbar ist. Nur wer sich zur Vergangenheit bekennt, kann Versöhnung und somit die Zukunft gestalten. Uns verbindet mit der heutigen Türkei sehr viel. Sie ist für uns ein wichtiger Partner. Wir sind gemeinsam mit der NATO, in der OSZE, im Europarat. Zwischen unseren Ländern bestehen gute wirtschaftliche, kulturelle und zivilgesellschaftliche Beziehungen. 3 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischer Herkunft sind ein Teil unseres Landes. Und gerade deshalb ist es uns besonders wichtig, den Weg der Aufarbeitung der Vergangenheit zu beschreiten, um Fortschritte für die Zukunft und damit für die Aussöhnung zu erreichen. Meine Damen und Herren, der Versöhnungsprozess ist gestoppt worden. Und wir wollen einen neuen Impuls für Versöhnung setzen. Wir fordern deshalb in unserem Antrag die Bundesregierung auf, Projekte, die sich der Aufarbeitung der Geschichte und der Annäherung der Menschen in beiden Ländern widmen, zu fördern. Stipendien für Wissenschaftler, Unterstützung zivilgesellschaftlicher Kräfte, die sich für Versöhnung einsetzen. Es hat übrigens bereits 2014 von dem damaligen Ministerpräsidenten, heutigen Staatspräsidenten Erdogan,
eine Beileidskundgebung gegenüber dem Armenien zum Gedenktag gegeben. 2009, darauf wurde kurz hingewiesen, ist in den Zürcher Protokollen zwischen der türkischen Regierung und der armenischen Regierung vereinbart worden, dass eine Kommission eingesetzt wird für die wissenschaftliche Aufarbeitung und Untersuchung der geschichtlichen Ereignisse. Vereinbart worden, diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen und die Grenze öffnen zu wollen. Aber diese Vereinbarungen sind nicht ratifiziert worden. Und meine Damen und Herren, es ist unsere Auffassung, dass die Ratifizierung dieser Protokolle für beide Seiten ein Gewinn wäre und wir einen Impuls setzen wollen, dass dies in Zukunft möglichst geschieht. Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserem gemeinsamen Antrag deutlich machen, dass wir die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Aussöhnung und die Annäherung zwischen der heutigen Türkei und der Armenien unterstützen wollen. In der Erinnerung an das Unrecht wächst die Aussicht, dass sich dieses nicht wiederholt. Meine Damen und Herren, deshalb sind wir auch gemeinsam aufgefordert, alles zu tun, damit Menschen und Völker nicht Opfer von Hass und Vernichtung in der Gegenwart oder in der Zukunft werden. Deshalb bitte ich Sie herzlich um Unterstützung unseres gemeinsamen Antrags. Ich danke Ihnen. Das